Da haben wir es wieder. Guten Morgen und Start mit dem Blick in die neue Handelswoche auf den DAX. Wir schauen auf Gold und ich habe heute mal mitgebracht etwas, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Wir schauen heute mal ein bisschen nach Down Under Australien. Der Chart gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist was Interessantes für einen Swing Trade der ein oder andere könnte sich das mal als Portfolio Beimischung durchaus überlegen, deswegen bringe ich den Markt heute einfach mal mit ins Spiel. Aus charttechnischer Sicht schaut das Ganze wirklich nämlich schön bullisch aus, ja? Also, mal der Blick auf was anderes. Wie schon gesagt, das gleich live in der Besprechung, damit allen auch einen schönen guten Morgen die hier live zuschauen und ja, schauen wir mal. Was wird, wer Fragen hat, bitte rein auch in die Chats und wie immer meine Frage, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Das wäre mir sehr sehr wichtig, gerade auch auf Zoom, da wäre mir wichtig, dass Ton und Bild gut und gestochen scharf sind, dass man das alles auch sehen kann. Da wäre alles gut. Ja, Bild und Tun ist gut. Das gefällt mir. Gut, dann starten wir mal durch hier. Mit dem Blick natürlich zuerst auf den Risikohinweis. Das wissen wir. Das ist obligatorisch. Bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und als nächstes hier die Tagesnachrichten. So viel steht nicht auf der Uhr. Wir haben diese Woche aber einiges auf der Uhr. Wir haben Paul, der spricht. Wir haben Lagarde, die spricht. Wir haben die NFP, also die Non-Farm Payrolls am Freitag. Wir haben die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Viel, viel, viel Potenzial für Bewegungen in dieser Woche. Dann ist das, die Black, der Black Friday ist vorbei. Ähm, der irre Verkaufsauftakt äh, ja, zur Weihnachtssaison. Äh, mittlerweile ja weltweit. Mal schauen, was da auch rausgekommen ist. Wie das auch die Märkte beeinflussen wird. Das ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr ein Treiber für die Wirtschaft geworden. Die Zahlen werden dann auch irgendwann kommen. Ja, ich sag mal spätestens dann in den nächsten Quartalszahlen. Aber ich denke mal, die ersten Dinge werden wie immer schon früher durch. Durchblicken, das ist das, was hier diese Woche auf uns zukommt. Im heutigen Tage zunächst erstmal gute Nachrichten aus China. Der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist wieder angestiegen von 51,4 auf 52,1. Langsam, stetige Schritte gehen hier nach oben. Wir sehen es heute am Vormittag, spricht Frau Lagarde, und aus den USA bekommen wir äh, die für die Wirtschaft auch sehr, sehr wichtigen Zahlen für die schwebenden Hausverkäufe. Hier allerdings natürlich nachgelagert für die. Den Monat Oktober. Also, das passt soweit ins Bild. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Blick in die Charts. Und wie schon gesagt, wer Wunschmärkte hat, bitte ruhig schon früh genug rein, damit das Ganze entsprechend auch passt. Und ich mache wie immer auch gleich den Chart noch groß, dass jeder hier alles gut sehen kann. Und wir starten mal durch hier mit dem Blick zuerst in das Kleinere, was ich auf der Uhr hatte. Ähm, nämlich. Moment, hier, da ist er. AUS 200, das ist der australische Aktienindex ASX 200 heißt der äh, im ja, Namen, im eigentlichen Namen. Hier haben wir. Einen. Und wir sehen es, ähm, worauf ich hier hinaus will, ist eine schöne, schöne Tatsache, nämlich die, dass wir hier wirklich fein nach oben verortet sind. Und das gefällt mir momentan relativ gut. Und wir wissen ja, ähm, dass Trends... Äh, gut funktionieren können, ja, und wir sehen das ja auch, was hier passiert und manchmal braucht man halt einfach ein bisschen Geduld, aber das ist ja das, was einen guten Trader ausmacht, er wartet geduldig auf seine Setups und wir müssen uns ja hier bei Tickmill nicht langweilen, was wir an popberry zum Traden haben, äh, das ist ja nicht gerade wenig, worauf es mir hier drauf ankommt, ich skizziere es einfach mal grob, ja, nur grob hier steigende Hochs und steigende Tiefs. Das ist der Korrekturmodus gewesen, der letzte, und dann der Schub nach oben. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend. Das ist Nummer eins, was mir sehr, sehr gut gefällt. Nummer zwei, was mir gut gefällt, ist, dass wir innerhalb dieses Trends hier einmal über dieses wichtige Level hier hinten drüber gelaufen sind. Also das hier hinten, ich skizziere auch das noch mal ganz kurz. Hier, schaut mal, das sind die Berührungspunkte, die wir hier in diesem Bereich auch haben. Moment, hier an dieser Stelle. Also, das war hier lange Zeit Support-Bereich, Hier ging es dann drunter. Dann wurde es einmal kurz zum Widerstand, hier nämlich an dieser Stelle, wo wir nochmal das obere Level testen wollten. Und jetzt sind wir hier drüber, erstmal angestoßen, haben drunter konsolidiert und sind dann nach oben ausgebrochen. Das ist erstmal sehr, sehr positiv zu sehen. Und das, worauf ich jetzt hier persönlich auch äh, rein aus charttechnischer Sicht warte, ist, wie wird sich denn diese Korrektur gestalten? Weil wir wissen ja, wir sind in einem schönen Bereich verortet, das ist Nummer 1 und Nummer 2 eine Korrektur ist immer mal gesund und wenn wir mal schauen, schaut mal hier, das ist das Ausbruchslevel, ja? Eine Korrektur kann durchaus auch mal Richtung Ausbruchslevel noch mal ranlaufen und dann nach oben durchstarten. Das heißt, der ASX ist wirklich was sehr sehr schönes für die Watchlist eine feine Geschichte für Trader, die jetzt nicht im 5 Minuten oder im Stundenchart traden können, weil sie es zeitlich einfach nicht schaffen, ist das mal wieder eine sehr, sehr schöne Sache, wo man mittelfristig einfach mal ein Swing Trade mitnehmen kann. Denn wir haben es auch gesehen, der Index in Australien läuft auch viel mit anderen internationalen Märkten mit. Ja? Und wenn wir mal sehen, wie andere Indizes stehen, dann sehen wir halt, dass der australische Aktienindex hier bis zum Allzeithoch von jetziger Stelle zwischen 9 und 10 Prozent noch an, an Performance äh, zu liefern hat. Und wenn er es tatsächlich schafft, da oben reinzulaufen, das wäre doch mal nice. Eine schöne 10 Prozent Rally, die kann man gut mit im Portfolio mitnehmen. Was muss passieren hier an dieser Stelle, beziehungsweise worauf achte ich denn? Und das ist das, was ich jetzt hier mal zeigen möchte. Das heißt, was für mich jetzt ausschlaggebend relevant ist, ist das Trendige, was hier nach oben schön gelaufen ist. Das ist also der, der letzte Bewegungsarm sozusagen, den wir hier schön nach oben laufen haben. Und jetzt korrigiert das Ganze. Ganze. Sehr, sehr schön nach unten. Und wie schon gesagt, dieser Auffangbereich, in dem, in, in dem wir uns jetzt gerade befinden, also dieses Level hier, so ganz grob um die, naja, 6600 bis 6550 hier in diesem Drehbereich, wo wir den Ausbruch hier oben hatten, ähm, das ist ja jetzt der Supportbereich geworden. Da sind wir gerade drin. Und wenn wir uns jetzt alleine mal auf Tagesbasis das Ganze anschauen, wir hatten das Low, das Korrektur-Low hier unten um die Marke von etwas unter 6330 Punkten. Das das wäre mal schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich das untergeordnet gestalten. Und hier sehen wir schön den korrektiven Abwärtstrend. Und dann, wenn wir uns diese ganze charttechnische Analyse mal weiter noch in den Vordergrund in in den ziehen, wo sind denn jetzt noch gute Anlaufmarke, wo man einfach auch sagen kann, okay, das ist ein Level, da könnten wir gut und gerne auch auf Umkehren packen. Und da schauen wir mal einfach hier das letzte grob 3000 äh, 6380 ist ein Level, dann haben wir hier in diesem Bereich hier, ne? Das war ein Ausbruchslevel, das ist ein Kauflevel hier in diesem Bereich haben wir doch deutliche Berührungspunkte ungefähr 6480 Zähler. Das sind mal Marken, die wir unten drunter haben, wo wir durchaus auf eine Umkehr setzen können. Da also ganz in Ruhe mal hinsetzen, das Ganze analysieren und wir sehen es, wie schön der Markt nach unten schwingt. Und wenn das Ganze rumdreht, ne, hier ist es noch nicht so weit. Ich habe jetzt mit Absicht mal hier einen Markt reingebracht, so ähnlich wie wir das neulich im Gold gemacht haben. in Markt reingebracht, der durchaus Potenzial aus der Umkehr nach oben hat. Und hier müssen wir wirklich einfach nur auf das warten, was ich immer wieder in meinem eigenen Trading auch mache. Schaut mal hier. Ich schaue da auf den Abwärtstrend, der hat da oben sein Hoch gehabt. Und jetzt ist das Korrektiv hier. Schön läuft es nach unten. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, die ich hier mache im Trading. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt ist halt die Frage: Wo laufen wir hin? Wenn wir beispielsweise hier in diesen Bereich reinlaufen, dort unten und dann in Richtungswechsel sehen, wie auch immer geortet, das ist halt das, wo wir dann sehen, jetzt geht es zu Ende. Das ist die Umkehr der Nachfrage. Da sehen wir den Richtungswechsel, dass die neue Bewegung in Richtung der übergeordneten Aufwärtssituation äh, mit reingeht. Das ist interessant. Für diejenigen, die sich sagen: Gut, ja, haben wir auch noch ein bisschen Potenzial in die Korrektur rein. Die nächsten Level hatte ich ja hier besprochen und diejenigen, die sich sagen, gut, das nutze ich ganz einfach sehr, sehr schön, um meinen Einstieg zu planen, da haben wir auch die nächsten Level. Ne? Und alleine hier mit Blick auf diesen blau markierten Aufwärtstrend haben wir ja Luft nach unten, bis um die 6.330 Zähler in etwa die Korrektur abzufassen, ohne dass hier was kaputt gemacht wird. Das ist ein schönes Potenzial und das kann man sich durchaus mit auf die Uhr legen. Und wo ich gerade über Gold gesprochen hatte, ne? Gold hatten wir ja auch schön geplant und ich sage euch immer an dieser Stelle, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und wenn wir uns mal anschauen, was aus Gold geworden ist, wir hatten Gold besprochen, als wir hier an diesem ehemaligen Unterstützungslevel standen und wenn wir uns das mal anschauen, was hier untergeordnet passiert ist, das ist doch eine echt klasse Geschichte, schaut mal hier, ging es unten drunter, dann nochmal hoch und dann wurde das Ganze trendig fortgesetzt. Das ist genau das Bild, was ich immer, immer, immer wieder zeige. Ein Rutsch, ein Retest und dann zack geht die Post nach unten ab. Feine Sache. Schöne Geschichte. Im Gold lief schön nach unten. Das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, Leute, schaut hier morgens bitte rein, was wir bei Tickmill erzählen. Diese Sachen sind wirklich sehr, sehr gut umsetzbar. Man kann hier als Portfolio-Trader ein schönes Potpourri an Handelsmöglichkeiten aufbauen und dann die eigenen Setups entsprechend drüber aufbauen. Das funktioniert tatsächlich, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und wir sehen hier mal wieder an dieser Stelle, wie schön der Markt läuft. Wir haben es im Öl genauso besprochen, ne? aber jetzt nochmal zurück zu Gold. Was passiert denn bei Gold und was verdammt nochmal haben diesen grünen Linien hier zu, 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 zu bezeugen? Was sind die Linien, die wir in der Trade-Planung mit drinnen hatten? Das heißt, wo wir gesagt haben, wo sind denn mögliche Kursziele hier an dieser Stelle? Ne? Und das waren einfach die Umkehrlevel. Moment, man kann das hier ziemlich schlecht sehen. Ich rutsche mal kurz ein Stückchen aus dem Bild. Also hier, schaut es euch mal an. Das Level hier war das erste größere Auffanglevel. Da haben sich keine Käufer gefunden. Hier das zweite, da haben sich keine Käufer gefunden. Das sind halt sehr, sehr schöne Punkte, an denen man wirklich gute Zielmitnahmen bzw. Zwischenziele mitsetzen kann. Wo geht es jetzt hin? Nächster Anlaufpunkt, da muss ich jetzt mal ganz, kurz hier noch die Linie nach unten ziehen. Schaut mal hier, das ist dieser Bereich hier unten. 1750 in etwa und dann kann man das Ganze, je nachdem, ob die Übertreibung nach unten extrem einsetzt oder nicht, sogar nach unten reinsetzen. Schadtechnischer Natur auf das Level um die 1680. Das sind Punkte. Die sind durchaus da auf der shortseite Und das ist der Ride, den wir nach unten weiterhin haben. Aber. An dieser Stelle möchte ich eines nochmal mit ähm, zu bedenken geben. Auf der Shortseite sieht die Sache momentan extrem interessant aus. Aber ich sage an dieser Stelle auch, wer diesen Run nach unten jetzt verpasst hat, ich meine, der muss noch längst nicht zu Ende sein, ne? wenn wir uns mal die Woche anschauen wollen. Hier ist noch viel Platz nach unten. Also wenn die 1755 bis 60 nicht halten sollten, hier, das ist das nächste Kauflevel. 1670 bis 1680 in diesem Drehrum. Da ist der nächste Punkt. Das ist durchaus möglich, dass Gold ohne weiteres da unten reinläuft. Und das ist ja interessant, was wir dort an dieser Stelle sehen. Das ist das Potenzial. Wirklich, wirklich schön. Aber eine Sache noch. Das hatte ich gerade erwähnt. Für diejenigen, die sich sagen, okay, in diesen starken Run möchte ich eigentlich nicht mehr unbedingt reingehen. Ich habe noch eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn man mal auf die Saisonalitäten schaut, ist es nicht selten so, dass wir so grob ab Mitte Dezember eine Aufwärtsphase im Gold bekommen, die dann bis über den Jahreswechsel in den Januar, Februar ohne weiteres anhalten kann. Das haben wir hier natürlich auch mit auf der Uhr. Also das heißt, wenn wir da Umschwünge bekommen, wäre das natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Und das ist halt ein Punkt, der ist jetzt auch da. Also hier sage ich auch wieder, licht euch auf die Lauer. Wir stehen jetzt kurz vorm Dezember und man kann das nicht immer festnageln, dass man sagt, so. Jetzt ist der 15. Dezember, jetzt fängt Gold an zu steigen, sondern hier schauen wir einfach auf die Charts, was dort passiert, weil nur weil ein Seasonal sagt, okay, theoretisch ist es so oder in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass ab dem und dem Zeitpunkt eine gute Phase für den ein oder anderen Lauf gewesen ist, muss es auch so sein. Da warten wir einfach drauf. Nur wenn wir jetzt mal auf, das, auf den Goldpreis schauen wollen, schaut mal, wir sind von hier oben gekommen. Und hier unten reingelaufen, Moment, das muss ich mal kurz ein bisschen anders skalieren hier, beziehungsweise eine andere Farbe machen. Einfach mal das Potenzial nehmen. Wenn man mal sieht, das ist ja etwas, was ich auch immer wieder zeige hier an dieser Stelle, dass man die Korrekturen durchaus unten draufsetzen kann. Schaut mal, hier, das war das Bruchlevel unten. Und wenn ich das hier unten mal dran nehme, dann sieht man schon, dass alleine dieser Lauf jetzt mal locker Potenzial hier in Richtung 1700 US-Dollar hat. Kann man nutzen. Und wenn dann die Umkehr kommt auf die Long-Seite, dann haben wir einfach innerhalb des bestehenden Abwärtstrends die Chance, dort in die korrektive Phase reinzulaufen und dann wieder Richtung 1900 bis 1960 US-Dollar anzusteigen. Warum nicht? Ist eine Chance, die wir durchaus nutzen können. Deswegen Gold hat momentan durchaus Potenzial zur Unterseite. Wie sieht das aus? Wo kommt das her? Das schauen wir uns noch mal ganz kurz hier im Nahen an. Und zwar hier an dieser Stelle. Das ist der schöne Abwärtslauf, den wir jetzt gehabt haben. Und was wir hier eingezeichnet sehen in diesem Bereich, das ist die automatische Trendzeichnung vom untergeordneten Trend hier. Man kann es hier an dieser Stelle sehen. Das ist der sogenannte Lower Timeframe. Das ist der Lauf nach unten. Der steht jetzt weit in seiner Bewegung und wenn wir uns das mal anschauen, hier oben, dieser ehemalige Widers äh, Unterstützungsbereich ist jetzt natürlich ein Widerstand geworden ähm, und das ist mal durchaus Level als Potenzial für die Korrektur. Das heißt, hier den Schub nach oben mitzunehmen wäre überhaupt kein Problem und wir sehen ja schon, wenn wir in die Stunde reinschauen, hier. Das ist jetzt nochmal der Abwärtstrend, den wir gerade oben rum gesehen haben, also der Weg nach unten sozusagen hier. Und was wir hier jetzt sehen, das hier ist der letzte Bewegungsarm, der korrigiert jetzt und das ist jetzt das, das Thema, wie geht es weiter. Da müssen wir mal schauen, was passiert denn hier oben an diesem Zwischenhoch, ganz knapp um die Marke von 1790 US-Dollar. Laufen wir da drüber, wird dieser Bewegungsast hier gebrochen, dieser Bewegungsarm, und dann könnte es in die höhere Korrektur gehen. Und wenn wir dann mal schauen, wo Anlaufpunkte liegen, dann natürlich erstmal hier am Ausbruchslevel bei knapp 1800 US-Dollar. Und dann, wenn dieses Level weiterhin Bestand hat, bzw gekauft wird so rum, also das heißt, wenn hier an dieser Stelle kein Abprall kommt, sondern die Korrektur in die Ausweitung geht, dann ist es so dass wir innerhalb des bestehenden Abwärtstrends das Potenzial für eine Korrekturausweitung durchaus hier oben bis rein in den Bereich um die 1818 US-Dollar bekommen. Und das ist dann das Interessante an dieser Stelle. Nämlich der nächste Anlaufbereich hätten wir dann hier oben, wenn wir mal auf die Swing Highs schauen, bei 1813. Also da ist ordentlich Luft, hier kam nochmal ordentlich Dynamik rein, deswegen ist der Weg dort so weit. Also dieses Level durchaus interessant für. Eine Gegenbewegung. Aber eins müssen wir wissen, wenn wir vorher umdrehen und das wäre ein bärisches Zeichen, wenn wir hier oben abprallen an der 1700 knapp 90 US-Dollar Marke, das wäre bärisch zu sehen und das wäre dann erst einmal wieder der Weg hier unten zum Zwischentief. Und da ist es jetzt wichtig für die kurzfristig agierenden Trader, dass man sich hier mal den kleinen Chartverlauf anschaut, gerne in den 15 Minuten oder aber auch in den 5 Minuten. Das ist ja das gleiche, was wir hier an dieser Stelle sehen. Hier haben wir jetzt einen Markt, der nach oben trendet ja also das heißt an dieser stelle ist das jetzt mal der aufwärtstrend in den fünf minuten hier schaut man der hat hier oben das war der erste lauf dann die Korrektur. Jetzt geht es hier nach oben und er schwingt halt hier ähm, auch schön mit rein. Auch das skizziere ich mal ganz kurz. Das ist das, was wir hier sehen. Und hier haben wir es halt erstmal, wenn dieser Trend entsprechend bricht und wir hier unter dieses Level jetzt beispielsweise laufen sollten, dann ist das das erste Indiz dafür, dass wir hier möglicherweise wieder den Kehrtwechsel nach unten sehen. Und für diejenigen, die es dann interessant finden oder für diejenigen, die es interessiert, für die Zielplanung kurzfristig auf der Unterseite, wie ich schon sagte, wenn wir hier unter dieses Level bei knapp 1778 fallen, dann wäre das mal auf alle Fälle ein Punkt. Ich skizziere das hier mal kurz in blau. Dass wir dann sehen können, okay, da geht es nicht mehr weiter. Hier haben wir den Widerstandsbereich da oben. Ne? Das ist das letzte größere Ausbruchslevel gewesen. Und wenn wir davon tatsächlich abprallen, dann bitte zur Unterseite orientieren. Und wie ich schon gesagt, Anlauflevel hätten wir mal locker hier unten um die 1773. Das ist auch dieses Drehlevel, was wir hier an dieser Stelle haben. Wartet, ich markiere das nochmal ganz kurz. Also hier, als wir tatsächlich in den etwas größeren Aufwärtstrend gelaufen sind und wenn hier auch kein Kaufinteresse da kommt, dann haben wir den nächsten Markt unten hier. An diesem Swing Low um die 1768, äh, dann hier noch geplant unten am Zwischentief bei um die 1765, und dann stehen wir schon an dem Low, was wir gerade unten im Chart gesehen haben. Hier an dieser Stelle, was wir da unten haben, aus der Stunde bzw. auch dem Tag rausgenommen. Das ist interessant. Also hier bitte hinschauen, Tradeplanung machen kann sich durchaus lohnen. Wir haben Potenzial zur Unterseite, aber auch Regressionspotenzial hier zum Trading gut und gerne nutzbar, so und dann schauen wir jetzt mal auf den DAX. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Ich glaube, wir hatten zum DAX noch eine Frage. Da muss ich mal kurz reingauen. Frage: Kann der DAX das heutige Abwärtsgap nach oben schließen? Und wie stehen die Chancen, dass er heute Abend höher schließt als am Freitagabend? <laughs> Schöne Frage. Also, erstens, na klar, kann der das Gap schließen. Nummer eins. Uh, Nummer 2, die Chancen, dass er höher steht als Freitag, stehen bei 50%. Mehr kann ich nicht sagen. <laughs> Sorry dafür. Aber, ähm, Ja, es ist halt einfach so. Man weiß es im Trading nicht. Deswegen, wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe das gestern im, ähm, im Research am Sonntag geschrieben. Da habe ich ja den DAX mal sehr, sehr intensiv unter die Lupe genommen. Und das machen wir jetzt hier übrigens auch nochmal in diesem Bereich rein. Ähm, und zwar. Einfach mal auf Basis dessen, was wir jetzt an dieser Stelle hier haben. Und da müssen wir einfach mal schauen, was haben wir denn? Wir haben zum einen in der größeren Dynamik den Markt wieder schön nach oben laufen. Das sehen wir, wartet mal, ich nehme mal kurz die Zahlen aus dem DAX hier aus dem untergeordneten Zeitverlauf raus. Was wir hier auch sehen ist, wir sind hier in einem Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Das wäre der nächste Punkt. Was für mich entscheidend und auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir hier über dieses Level hier drüber hinweggelaufen sind. Das war das letzte Zwischenhoch aus dieser Korrektur hier gehabt. Das ist die Marke hier. Wenn wir es mal ganz kurz anschauen wollen, uns hier oben dieses Zwischenhoch da um die äh, 13.170, 180, da sind wir drüber gelaufen. Wir sind sogar hier schon drüber gelaufen. Hier. Ein weiteres bullisches Zeichen. Wir sind hier aus einer, einem korrektiven Dreieck nach oben ausgebrochen. Wenn man mal sieht, hier kam die initiale Bewegung nach oben, hier haben wir im Dreieck korrigiert. Verortet nach einer bullischen Bewegung ist das ein bullisches Korrekturmuster. Da ging es nach oben. Ja? Hier ist jetzt noch nicht die Sau durchs Dorf gejagt worden, sondern. Jetzt hatten wir ja letzte Woche auch Feiertage in den USA, da war ab Mittwoch sozusagen geringerer Handel, da bereiten sich die Händler halt auf den Feiertag vor, Donnerstag war Feiertag, Freitag nur halber Tag, da war auch deutlich weniger Handelsvolumen da. Und in dieser Phase ist der DAX hier oben konsolidiert auf relativ hohem Niveau. Und das ist jetzt die interessante Sache. Kommt der Ausbruch zur Oberseite hin, ja, dann als nächster Anlaufpunkt im Kleinen erstmal hier oben das Zwischenhoch hier um die Marke von 13.461. Dort haben wir das Zwischenhoch. Und wenn der Markt es tatsächlich schafft, aus der bullischen Seite, aus der groben hohen Flagge, die wir hier haben, nach oben durchzubrechen, wäre dann hier der Weg Richtung Allzeithoch bei 13.826 Zählern auch definitiv raus. Ne? Hier oben haben wir es, das war der Schub nach unten hier oben vom Hoch. Das ist dann das nächste, was an dieser Stelle mitläuft. Und wenn wir uns dieses Bild mal ganz kurz anschauen wollen, ich mache mal ganz kurz hier ähm, den, den großen Verlauf raus. Und zwar wenn wir uns das mal so anschauen, hier schaut euch das mal an, das war die Monster Rally, die hier angefangen hat, dann haben wir eine ordentliche Korrektur bekommen und jetzt schaut mal, wo wir gerade stehen hier oben. Ja, wenn wir da drüber laufen, was haben wir dann? Dann haben wir hier im ganz großen Bild auch auf der Woche den nächsten Aufwärtstrend. Also, das sind durchaus Chancen, die wir hier auf der Oberseite haben. Und wenn sie der Markt spielt, dann haben wir halt auch oben noch einen Anlaufpunkt. Zunächst mal das Allzeithoch an dieser Stelle. Und da müssen wir halt jetzt wirklich nur hinschauen, was der Markt hier macht. Für die kurzfristigen Trader ist es übrigens sehr, sehr interessant mal diese hohe Flagge hier zu betrachten. Heute Nachmittag kommt der US-Handel dann auch rein. Also wenn die Händler dann aus dem verlängerten Wochenende zurückkommen, dann werden wir auch sehen, wo die Marschrichtung entsprechend hingeht. Aktuell laufen wir ja weiter innerhalb dieser Flagge für die kurzfristig orientierten Händler. Wenn wir hier mal ganz kurz reingehen wollen in den Stundenchart, da gibt es jetzt natürlich immer noch das Szenario, okay, wir sind hier oben kurz drüber gelupft, nach unten wieder rein. In die Flagge, sollten wir tatsächlich hier nachhaltig unter dieses Zwischentief laufen? Wenn wir uns das mal anschauen wollen hier an dieser Stelle, ist das ja ein, ein Level, das muss man durchaus auf der Uhr haben, weil das ist jetzt mal ganz grob gesagt das trendige Verhalten. Und wenn wir tatsächlich hier nachhaltig drunter fallen sollten, dann haben wir halt die Gefahr, dass wir einen Abwärtstrend bekommen und der würde aus jetziger Sicht halt so ausschauen dass wenn wir jetzt keine Käufe mehr finden und drunter durchfallen, dass das dann ein Ausbruch aus der Flagge zur Unterseite wäre. Und dieser kleine Abwärtstrend, der dann hier entsteht, der hat schon gewisses Potenzial zur Unterseite hin. Nämlich hier, schaut euch mal die Zwischentiefs an, die wir hier stehen haben. Da gibt es hier in Richtung äh, der größeren Unterstützung, die wir unten haben, bei, äh, bei 12.920 Zählern ein paar Anläufe aus dem Aufwärtsschwung nach oben. Und die können wir hier mit Zahlen auch sehen. Hier, das sind die Schwunglevel um die 3 13.120, hier unten der Drehbereich, so ganz grob das Tief haben wir gehabt bei 13.033 Zählern und dann, wie schon gesagt, hier unten der Auffangbereich um. Die 12.920 bis 12.950 Punkte marke. Das sind die Märkte, die wir im DAX so ein bisschen auf der Unterseite sehen, wenn wir tatsächlich einen Ausbruch zur Unterseite bekommen sollten. Also das sind schon ein paar planmäßige Anlaufpunkte. Da. Ansonsten, äh, wenn wir diese Korrektur hier sehen und nochmal kurz auf den Tageschart rausgehen, der Bruch durch die Flagge nach unten, ja, der wäre jetzt natürlich kurzfristig etwas negativ zu sehen. Das heißt, an dieser Stelle. Müssen wir schauen, wo es hingeht. Aber auch hier, wenn wir uns mal dieses Bild anschauen wollen, es ist ja dann in diesem Sinne nicht mehr als eine Korrektur. Wir sind hier hochgelaufen bis ins Top und sollten wir jetzt hier drunter rausfahren, ja gut, dann wäre der Bewegungstrend gebrochen. Das ist ja ein ganz typisches Zeichen, dass wir eine etwas tiefere Korrektur bekommen. Und dann haben wir halt Luft, ne? und das ist hier unten die 12.920 Punkte-Marke. Das kann ohne Weiteres passieren. Ja, da müssen wir einfach nur mal abwarten. Aber im Groben genommen sieht das Bild schon recht dynamisch zur Oberseite aus. Wichtig. Damit wir die Long-Seite weiter befeuert bekommen, wäre natürlich hier an dieser Stelle, dass wir hier tatsächlich oben über das Zwischenhoch bei 13.461 drüber laufen. Also dass dieses Level jetzt auch gekauft wird und dass dieses Verharren auf hohem Niveau auch ein, sage ich mal, wirklich ernst gemeintes Verharren auf hohem Niveau war, dass da wirklich kein Verkaufsdruck aufgekommen ist. Und dann haben wir das Ganze. Also um solche Tage rum hier an dieser Stelle, wo wir weniger Handelsvolumen haben, ist es eigentlich erfahrungsgemäß immer ein relativ gutes Zeichen, dass der Markt jetzt keine extremen Bewegungen macht, ja. Das heißt, an Tagen, wo wenig Handelsvolumen ist, wenn wir da plötzlich starke Bewegung bekommen, haben wir danach, wenn dieses Volumen wieder in den Markt zurückkommt, häufig die Gegenbewegung zu sehen. Hätten wir hier jetzt einen starken Abverkauf oder einen starken Aufverkauf bekommen, wäre das ganz anders gewesen als jetzt. Hier haben die Händler einfach nur abgewartet und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo es hingeht. Dazu bekommen wir gerade auch noch eine Frage reinbekommen, was meinst du äh, zum Dow Jones für diese Woche? Rein, rein von der Charttechnisch her. Der Dow ist auch schön. Ähm, verortet hier zur Oberseite. Ne? Wir sehen es hier oben im Aufwärtstrend da. Er läuft jetzt hier nach unten rein, aber entsprechend, ich kann aus heutiger Sicht ähm, oder sagen wir es mal so, ich sehe mich, wenn man hier eine ernsthafte Antwort geben möchte, momentan noch nicht genau in der Lage zu sehen, was los ist, weil ich kann das auch sagen, warum. Der Markt wird ja nachhaltig vom Geld bewegt und jetzt fehlt halt Geld, ja. Und ich kann mir erst dann eine gute Meinung bilden, wenn das Geld, was den Markt bewegt, wieder zurück ist. Ja, das heißt, wenn heute Nachmittag in den USA die Händler wieder reinkommen, dann können wir uns ein deutlich besseres Bild machen, wo es hingeht. Wenn wir aus jetziger Situation einfach mal kurz in den DAU reingehen, wartet mal, ich räume mal hier kurz ein kleines bisschen auf, ähm, dass wir ein bisschen sauberer sehen können, dann sehen wir halt momentan, der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Wir haben hier unten um die Marke von äh, 29.160 das Korrekturtief. Hier oben, Moment, da müssen wir mal schauen kurz, wo das ist. Das Allzeithoch da oben haben wir, liegen hier grob über die Marke bei, wo haben wir es liegen? 30.214 Zählern. Moment, das machen wir einfach mal hier rein. Das sind mal so die groben Rahmenparameter. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt sagen dürfte, wie ich das Ganze sehe, natürlich weiterhin bullisch, weil wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Wir haben auch ein paar gute Nachrichten für nächstes Jahr schon auf der Uhr. Notenbank wird wieder einiges machen. Ich denke, Paul wird da diese Woche auch bestimmt schon etwas dazu sagen. Wirtschaftsförderungsprogramme kommen, also das ist einiges in der Pipeline, was da ist. Müssen wir mal schauen, wie auch das Black Friday Weekend gelaufen ist. Im online und stationären Handel, alles muss man ja so ein bisschen zusammenfassen. Wie dann die Stimmung ist. Technisch sollten wir unten drunter durchrutschen, unter das Zwischentief, ja, knapp 29.500 und um die 30-Punkte-Marke, dann müssen wir natürlich kurzfristig erstmal damit rechnen, dass wir mal wenigstens testen, was hier unten um die äh, 29.160 Punkte passiert. Deswegen aus jetziger Sicht achte ich ganz genau drauf, was passiert hier am heutigen Tagestief, wird dort abverkauft und zwar dynamisch abverkauft, sehe ich eher so die Chance oder das Risiko im Sinne des Aufwärtstrends, dass wir erst einmal hier unten das Level um die um die 28.950 Punkte anlaufen sollten. Ansonsten, wenn wir es tageshoch hier kaufen und wenn wir da mal in den Stundenchart mit reinschauen wollen, wir haben halt hier oben ein Verkaufslevel. Das ist halt, das ist halt da hier oben die 30.000 Punkte-Marke. Ne? Das ist hier drüben der Bereich, wo man auf Tauchstation gegangen ist und hier sehen wir, das war immer wieder Widerstand. Und wenn wir das einfach mal so sehen wollen, sind wir halt momentan hier nicht so richtig drüber gekommen. Aber wenn wir hier jetzt Kraft sammeln und dynamisch oben drüber laufen, dann schaut es anders aus. Das heißt, für den heutigen Handelstag sind für mich hier zwei Level interessant: einmal die Oberseite um die 30.000 Punkte und einmal die Unterseite um die 29.500, knapp 30. Das sind die Marker. Fallen wir drunter? Dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Und dann haben wir die Anlaufpunkte hier drüben auf der Unterseite. Das heißt hier im Chart, wenn man das mal so schauen möchte, also hier wäre das nächste Anlauflevel hier unten drunter, beziehungsweise dann das, was ich auf dem Tageschart gezeigt habe, die 29.161. Muss man sehen. Ja, und ich sage an dieser Stelle auch dazu die ganzen Bewegungen, die hier kommen vor US-Zeiten ist alles noch vorgeplänkelt. Wichtig wird es dann, was die US-Boys machen, um das Ganze dann reinzunehmen. Ne? Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wir haben es ja jetzt beispielsweise auch 9 Uhr, das heißt der Handel geht hier los. Wenn wir mal diesen Verlauf, den wir jetzt haben, sehen, wir sehen es, wir sind hier in einem kleinen Abwärtstrend verortet und wenn der von hier aus weiter nach unten läuft, das wäre dann halt wirklich erstmal der Punkt, dass wir Orientierung nach unten finden beziehungsweise Orientierung nach unten suchen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, dann sieht es halt wirklich so aus, als wenn der Markt dann tiefer will. Aber die Entscheidung wird erst fallen. Also ist jetzt noch ein bisschen so Kaffeesatz lesen, weil die großen Händler fehlen. Aber wie schon gesagt, der große Aufwärtstrend, der ist noch intakt. Wir haben Korrekturpotenzial zur Unterseite rein. Wenn ich das nochmal kurz aufmache hier äh, und die Entry-Bars mit reinmache, schaut mal hier, die Korrektur kann ohne weiteres bis in den grünen, dunkelgrünen Bereich reinlaufen. Das muss man einfach sehen, was kommt. Sorry, dass ich da nicht mehr zu sagen kann. So. Gut. Also passt das Ganze soweit rein ins Bild. Ich hoffe, dass alles passt. Jetzt muss ich nochmal fragen, gucken, ob wir hier noch eine Frage haben. Euro britisches Pfund wird noch nachgefragt. Und das Cable wird nachgefragt. Genau. Dow hat in der Nacht fast 500 Punkte verloren. Ja, das ist korrekt. Ähm, aber das sind so die Sachen. Meiner Erfahrung nach, wenn die wirklich zu Zeiten kommen, äh, wo der Handel ohne das große Volumen stattfindet, muss man halt wirklich auf die Nachhaltigkeit des Ganzen schauen. Und das wird sich dann wirklich erst zeigen. Wir haben ja auch in den, äh, in den Märkten in, äh, in Übersee, also in, in dem asiatischen Raum, durchaus gemischte Bilder gesehen. Äh, wir haben es vorhin gesehen, als wir auf den australischen Aktienindex geschaut haben. Da ging es auch erst einmal nach unten. Also man muss schauen, wie sich das ganze Bild hier sammelt. Ähm, in der großen Chartsituation ist jetzt so noch nichts passiert. Also es kommt immer darauf an, wie nah man Markt ist, was man traden möchte. Und wie schon gesagt, für die kleinsten Zeiteinheiten ist es ja auch relativ egal, was über Nacht passiert ist. Solange, wie wir planbare Level haben, wo wir unsere Long- oder Short Trades planen können, ist ja auch das okay. Ne? Man startet ja auch immer da, wo der Markt gerade steht und sucht sich von dort aus entsprechend planbare Anlaufpunkte und macht dann das, was der Markt entsprechend spielt. So, dann hätten wir das und dann schauen wir mal ganz kurz hier. Ähm Zack, 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 hier war es gewesen. Euro britisches Pfund und das Cable. Cable ist auch wirklich interessant. Das hatten wir am Freitag schon besprochen. Ich habe auch überlegt, ob ich dazu heute was schreibe. Ähm, aber ich habe erstmal gesagt, das macht keinen Sinn, weil das ist genauso wie wenn ich jetzt den Dow oder ähnliches reingenommen hätte. Ich muss erstmal auf die US-Händler warten. Ähm, das heißt hier, das Cable ist weiterhin äh, intakt. Wir hatten ja die Gefahr eines Abreis letzte Woche mal besprochen, aber das scheint der Markt momentan nicht wirklich spielen zu wollen, wenn wir uns mal die Woche anschauen, hier oben dieses Level, wir haben es ja gesehen, knapp 1,34 hier oben, wo dieser, dieser rote Marker ist, ähm, das sind wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt und hier müssen wir einfach mal schauen, wie es hier oben wird, läuft er tatsächlich oben drüber, dann haben wir wirklich gute Karten hier, erstmal die 1,34, ähm, was ist es, 82 anzulaufen und dann können wir uns weiter auf der Oberseite orientieren, also dieses Level, wo wir gerade stehen, ist wirklich etwas, da muss man ganz genau hinschauen, das sieht man auch im Tag dass es hier oben doch etwas zögerlicher wird, aber der kleine Aufwärtstrend ist halt intakt. Ne? Ich mache zeige ihn mal ganz kurz, an. schaut mal hier, der Bewegungsarm ist weiter intakt. Ja? Der hat hier nur ein bisschen korrigiert, wenn die Stärke reinkommt und wir tatsächlich oben drüber fliegen. Er tastet sich halt so langsam oben ran und hier wird es wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Wir sehen oben auch immer wieder leichte Abverkäufe. Das heißt, hier sehen wir ja auch diese Stundenkerze, die Tageskerze hier drüben. Das ist momentan die Range, in der es schwankt. Also der Deckel oben bei knapp 1,34, der leichte Unterstützungsbereich bei 1,32,64. Das ist so dieses Hin- und Herschwingen, bis eine Entscheidung kommt. Und die muss wirklich fallen. Und da ist es jetzt halt wichtig. Deswegen habe ich hier in die Woche reingeschaut, das obere Level zu nehmen bei 1,3482. Das ist das Hoch. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wenn wir hier auf hohem Niveau konsolidieren, ist das eher ein Stärkezeichen. Prallen wir allerdings nach unten ab, dann müssen wir die Sache eher schwächer sehen. Das ist halt der Punkt, der jetzt hier kommt. Und ich denke, rein von der Erfahrung her wird da vielleicht auch ein bisschen das Thema Brexit auch eine Rolle mitspielen, ähm, wie es da weitergeht. Also das muss man beobachten. Hier oben ist momentan halt. Das ist ein Sprengkreis. Ne? Und diese Sprengung kann halt die Wand wegsprengen, dass wir nach oben durchlaufen oder dafür sorgen, dass die Wand hält und der Markt nach unten abfällt. Also interessant ist die Tatsache schon, Gerade mit Bruch oben raus, aber wir haben halt hier auch das Risiko nach unten. Deswegen ist das auch für aktive Trader relativ interessant zu sehen, wo man da hingehen kann. Und wenn wir uns die Stunde hier mal anschauen wollen, oder wir gucken erstmal in den 4-Stunden-Chart, ich glaube, das macht in dem Punkt mehr Sinn. Das ist halt dieser oben, der Lauf dieser hin und her. Und die Entscheidung, die nachhaltige Entscheidung kommt erfahrungsgemäß dann, wenn wir die obere Begrenzung. Oder die untere Begrenzung rausnehmen. Und wir haben es ja hier im Chart auch schon eingescannt oder eingezeichnet. Wir haben auf der Unterseite auch einige Anlaufpunkte. Das heißt, wenn wir hier nochmal kurz auf den Tag schauen wollen, wenn wir hier tatsächlich in die Korrektur reinlaufen, würde das dem Gesamtaufwärtstrend keinen Abbruch tun. Es wäre nur eine Ausdehnung der Korrektur. Zur Chartunterseite. Also hier denke ich mal, wir werden sehen, was kommt, wenn die Engländer nach um 10 reinkommen, beziehungsweise wenn die Amis dann heute Nachmittag mit dem Handel wieder starten. Das Währungspaar, äh, britisches Pfund, schauen wir uns jetzt auch mal noch im Euro an. Haben wir hier, zack, oben drauf. Tageschart, hier sehen wir auch weiterhin. Der Abwärtstrend ist da, aber wir haben schon mal versucht, oben drüber auszubrechen. Ne? Hier sind wir am Freitag oben drüber gelaufen, ähm, hier in die Flagge rein oder aus der Flagge raus sozusagen. Und das ist jetzt tatsächlich interessant an dieser Stelle. Ähm, denn hier sehen wir jetzt, das ist der Ausbruch nach oben gewesen. Hier oben um die 1, äh, um die 090 ist das nächste Widerstandslevel. Hier ist der Verkaufsbereich, der große Drehbereich. Aber. Wir haben durchaus die Chance, dass hier da, aufgrund der Tatsache, dass wir hier unten ein erstes höheres Tief gehabt haben, dass wir hier weiter nach oben trennten. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Hier, schaut euch das mal an, das Thema ähm, in der Vier-Stunden-Kerze äh, hier beziehungsweise im 4-Stunden-Chart. Wir haben hier mittlerweile den Abwärtstrend hier rausgenommen. Ja, wir sind ja oben drüber gelaufen. Und wenn das jetzt nach oben weitergeht, hier über dieses Zwischenhoch oben drüber raus, also hier oben über dieses Level bei etwas unter 0,90, das wäre dann als bullisches Zeichen zu sehen. Und wenn wir uns mal den kleineren Zeitrahmen anschauen, man hier schaut schön, der Aufwärtstrend ist da. Und hier haben wir die Umkehr. Und wenn das nach oben fortläuft, dann haben wir tatsächlich die Chance, nach oben auszubrechen. Und das ist das, was hier jetzt wirklich interessant wird. Die Anlaufmarker haben wir da. Die können wir schön nach oben mit planen. Und schaut hier oben: die größeren Schwungbereiche sind natürlich da. Die kleineren auch: 0,905. 0,907 und dann können wir hier oben einfach weitermachen. 0,91 sind Anlaufpunkte auf dem Weg hier oben zur 0,915. Das ist interessant und das wäre tatsächlich ein schönes bullisches Zeichen, wenn wir diesen Widerstandsbereich hier um die 09004 äh, rausnehmen und dann nach oben durchschieben. Das ist spannend. Gut hätten wir auch. Ganz klasse und dann passt das. Ich sage an dieser Stelle Danke. Fürs Zuschauen, danke für die wachsende Community. Ich freue mich wirklich. Wir haben ja immer wieder schöne. Prozesse, schöne Live-Prozesse. Ich freue mich auch über die steigende Zahl von Likes, über die Anfragen hier ähm, über Tickmill, dass man reingeht, auch bei mir selbst, dass man mir als Händler auch mit folgt. Da freue ich mich sehr, sehr drüber und ich hoffe, dass ich mit den Dingen, die ich hier immer wieder zeige, ein paar Inspirationen geben kann und das Ganze schön weiter voranbringen können hier im Trading. Also danke dafür. Schaut auch gerne mal auf den YouTube-Kanälen vorbei bei Tickmill oder auch wer Sachen von mir mit folgen möchte. Immer mal wieder ein paar Informationen ähm, über den YouTube-Kanal von der Investorschule. Alles rund ums Trading, um Sie voranzubringen. Danke für die Zeit und bis morgen früh um 8.30 Uhr. Live, wie immer, hier Marktbesprechung mit interessanten Handelsideen und Raum für Ihre Fragen. Tschüss und einen erfolgreichen Start in die Woche. Bye-bye. So.